Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Lernen, wieder zusammen mit dem der Mentor LP und Paddy Smile. Hallöchen. Hallo! Und hier ist irgendwie ein seltsames Viech, aber yeah. wir sind einsam und alleine. Und also, ja, ihr schon, ich nicht. Ich hab hier wenigstens noch ein paar Fackeln. Oh, Fackeln. So. Kann ich für mein Haus nehmen? Oh, mein Fackeln, wa? Ja, Fackeln. Mir ist das Einzige, was ich hier finde. Oh mein Gott, hier geht's ja tief runter. Hoppala! Sieht die Tür eigentlich auch jeweils anders aus? Kommt das drauf an, mit was man für ein Holz die macht? Also die Tür sieht die immer gleich aus. Die Tür sieht immer gleich aus, ne? Ja. Gibt noch eine Eisentür. Ja, und das war's. Eisentür gibt's auch? Mhm. Brauche ich nicht. Komm mal wieder zurück zu dir, Paddy. Ich hoffe, ich finde den Weg. Ich hab da gerade was. Ja, ja, mach mal. Da kommt dann Glas rein, Leute. Wir werden provisorisch. Ja, wir haben jetzt kein Glas. Das ist das Problem, ne? Und eine Sand. Wir müssen aber ganz Glas schön. Glas wäre schon cool, ne? Ja, Glas ist cool. Also ich gehe da jetzt auch runter, weil. Oh, ich habe eine Idee, was ich mache für mein Haus. Dann sieht's cool aus. Ich brauche nur ein bisschen Holz. Oh Mann, ich brauche noch eine Holzhacke. Ich muss erstmal. So ein Huhn, gibt es auch Essen? Ja, wenn du so ein Huhn tötest, gibt's auch Essen, ja. Oder wie kann ich das machen? Ich habe so Saplings. Ne, Weizenkörner. Bringt die was, um das anzulocken? Wenn du ein richtiges Weizen hast, kannst du sie anloggen, ja. Weizenkörner. Damit kannst du sie, glaube ich, auch anloggen. Komm her. Ja, put, fein. Put. Komm her, fein. Huhn, komm. Jawohl, flieg hier hoch, fein. Noch das eins. Hühner, Spam. Na los. Hühner. Komm her. Fein machst du das. Hopp, auf geht's. In die weite Welt mit dir. Wo ist meine... Jetzt finde ich meinen Eingang zur Höhle nicht mehr. Oh nein. Ach, hier oben ist das doch... Ich stimmt, Paddy Smile nicht mehr. Das ist gerade das, was mir so... Guck mal auf die Koordinaten. Was hast du da? Ah ja, genau. Sag mir mal kurz die Koordinaten durch. Komm das hier nicht hoch. Komm hier. Wo waren das? Ich bin X minus 43. Komm. Y minus 63. Komm. Und Z 227. X minus 43. 343. 343. Ja, dann bin ich ja gleich schon da. Das ist gut. Okay. Kommt hier nicht hoch? Ist das zu blöd? Hallo. Kann das nicht einen Block hochspringen? Nee, ne? Das Huhn? Ja. Mensch, kann das Huhn einen Block hochspringen? Oder ist das zu blöd eigentlich dafür? Eigentlich ja. Wieso kommst du dann nicht mehr? Komm doch her! Ich dachte, ich hätte ein Huhn. Hätte ich viel zu tun. Und dann weiß ich den Text leider nicht mehr. 300, was kriegst du? 65? 343. Jawohl. 341. Komm in die Hütte rein! Aber minus, ne? Denk dran. Ja. Okay, ich bin jetzt minus 341. Was war das andere? 63 Y. Ah, ich glaube, hab's schon gefunden. Oh, tut mir leid. Wir machen erstmal provisorisch. Wir müssen nochmal ganz kurz hier uns den Ort angucken und uns jetzt mal nochmal nachdenken. Wo wir als erstes herkamen. Also wie ich mich erinnere, war, glaube ich, wir kamen als erstes von der Seite rein. Das war der Eingang. Hier haben wir das gefunden gehabt. Wir sind also hier reingegangen und haben gesagt, oh, eine Höhle. Weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Kam also von hier, also sind von da hinten wahrscheinlich gekommen. Das heißt, wir müssen diesen Wald zurückkehren, um. Ich probier's einfach mal. Ich hoffe, das klappt. Versuch dein Glück. Ich versuch mein Glück. Ich will nämlich den alten Berg wieder finden. Boah, der Shader ist schon geil, Alter. Oh, Zombie. Geiler Effekt hier. Hier ist auch noch ein Baum abgebaut, das heißt schon mal Gutes. Das sieht gut aus. Ich glaube, der Berg könnte das theoretisch. Ja, da war ein Berg bei uns, der Siedlung. Das wird schon wieder dunkel, Leute. Oh nein. Such einen ganz bestimmten Berg. Das ist ja das Ziel hier. Ich habe eine Idee, was ihr jetzt macht. Das sieht gut aus. Ja. Ich glaube, ihr wisst das auch. Das ist er. Ich habe ihn gefunden. Das ist ja gar nicht so weit weg. Das ist ja cool. Dann sehe ich dich ja immer. Oh, ich liebe das jetzt schon. Geh mich? Nein. Da bist du da oben auf dem Berg. Ich kann dich beobachten. Oh nein! Also ich sehe wahrscheinlich wieder niemanden von euch, wa? Beim Duschen wahrscheinlich, ne? Ja, beim Duschen beobachte ich immer gerne. Also auch in Real Life. Das hast du nur noch nie gemerkt. Aua! Runtergefallen. Nur meine Nachbarn merken das immer, weil ich immer so laut stöhne. Also, oh! Aber es ist echt idyllisch hier, Mann. Boah. Den auch Fettöl. Wir sollten pennen gehen. Ich hab keinen Bock auf Zombies. Kann man so Tintenfisch oder was das auch immer ist, kann man das auch essen? Weiß ich nicht. Ich glaub nicht, oder? Zombie-Hirne kannst du essen. Großes Hühnchen. Oh ja, wir haben es gefunden, Leute. Guckt euch das an. So. Soll ja cool aussehen, ne? Guckt euch diesen Ausblick an, Leute, weswegen ich hier hoch möchte. Schaut euch diesen Ausblick an. Das ist ein Traum. Oh nein, die Sonne geht unter. Minecrafter. Nein.
Wir pennen gehen. Ich habe das Gefühl, wir sollten zurück in unsere Wohnung. Schaut euch diesen Ausblick an, Leute. Mhm, solltet ihr. Wollen wir wieder schlafen gehen? Oder wie sieht's aus? Jetzt? So. Ja, wäre auch fürs Schlafen. Oh, da ist immer noch ein Waldbrand im Gange. Ich bin im Bett. Da ist eine Kuh, Kuh. Ich kann in die Welt reingucken, ich hab grad einen Bug, Alter. Was ist mit meiner Minecraft-Welt los? Irgendwas stimmt hier nicht. Was ist da los? So, ich bin pennen. Irgendwas ist mit meiner Minecraft-Welt im Arsch. Ich bin noch lange nicht oben. Schreibt mir mal in die Kommentare, was mit meiner Minecraft-Welt im Arsch ist. Irgendwas stimmt hier nicht. Was ist mit Mentos Minecraft-Welt im Arsch? Hashtag. Oh fuck. Check bin ich hier richtig? Ich glaube, ich habe meine Hütte jetzt schon verloren. Eine Idee, was ich machen kann? Nein, nicht dein Ernst, Alter. Ich hoffe, ich finde wieder zurück. Nein! Das kann jetzt nicht sein. Nein! Ich habe hier mein Bett da. Nein, mein Bett. Habe ich mein Bett? Ich habe mein Bett dabei. Ich diesen Ausblick an, das ist einfach so episch. Muss ja ein bisschen was. Das wird unsere Bude sein. Weil ich habe ich in die. Wohnen. Das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Oh, da hinten ist sie. Oh mein Gott, gut. Oh mein Gott. Dieser Ausblick ist einfach so geil. So, dann, geil. Das heißt, es geht jetzt einfach hier oben. Stringent. Wo wir mal, in welche Richtung wir gucken wollen. Wir wollen den Ausblick haben. Das heißt, wir graben uns jetzt hier. Okay, Fackeln habe ich schon. Das ist super. Auch Erde. Kann ich jetzt, Erde, Erde, Erde. Oh mein Gott, nein. Erde, oh mein Gott, nein. Was ist das für Geräusch? Wieder. Oh mein Gott! 2, 3. Das Ding werde ich mal auf jeden Fall markieren. 6, 7. Ja, cool aussehen hier. So, reicht das schon? Oder gehen wir noch 2 runter? Ein. Guck mal, wie weit oben wir noch sind. Schauen wir mal. Oh, es ist schon viel Platz auf jeden Fall. Da kann man rausgucken. Gucken, wie die Höhe ist. Oh ja, die Höhe ist auf jeden Fall geil. Ich glaube, wieso steht da? Leute, wieso steht da eine Box? Hier? Nee. Also hier oder vielleicht ein bisschen höher noch. Hm. Hier ist ein Crafting Table oder was auch immer. Warum steht die hier? Da hab ich die wahrscheinlich gerade dahingestellt. Also wenn, dann bin ich schuld, wahrscheinlich. Da bist du ja gar nicht so weit weg. Nee, so weit weg bin ich auch nicht. So, ich glaube, wir nehmen jetzt die Höhe. Das reicht, glaube ich, auch. So. So, hier, das sieht doch schön aus. Haben wir noch ein bisschen mehr Ausblick hier? Bisschen Erde. Ich wollte noch ein bisschen mehr Erde. So, machen wir schon mal Fackeln hin. Ein bisschen was sehen. Au! Kann. Schnell das Zeug braten, ey. Ach, da ist ja noch mein Hühnchen. Was wollte ich jetzt machen? Genau, das ist das die Kohle da. Ja, das ist immer das Problem, was man machen will. Kann man auch mit Holz das am Laufen halten? Auch wenn ich jetzt keine Kohle habe, ja, ne? Kannst du. Das geht. Das war strategisch vielleicht nicht so klug. Wir müssen doch noch weiter nach unten, sehe ich gerade. Autsch, das war nicht so gut. Wir müssen doch noch weiter nach unten, Leute. Ich glaube, das war die richtige Etage, auf der wir vorhin waren, also. Oh mein Gott, eine Spinne. Ruhig spalten können, das war, glaube ich, besser. Oh mein Gott, eine Spinne. So. Geh weg, du blöde Spinne. So, ich glaube, das ist schon besser. Schauen wir nochmal hoch. Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Wände hier. Hochsteinstein, ach so. Ein bisschen mehr Platz auch auf der anderen Seite noch. Perfekt. So. Bauen wir schon mal hier alles aus. Oh, weg damit. Wollen wir nicht mal pennen gehen, Leute? Können wir machen. Ich weiß nicht, wie sicher ihr gerade seid. Ja, ich will pennen gehen. Ja, lass mal. Oh, pennen. Spinne. Lass mal pennen, Leute. Ich leg mich schon mal. Ich leg mich mal rein. Bin im Bett. Schlafen. Schlaf, Kindchen, schlaf. Ich hab vergessen, mein Bett abzubauen. Oh nein. Vergessen, mein Bett abzubauen. Nein. Müssen wir die Nacht durchmachen. Ich hab kein Bett. Dein Ernst? Ja, mein Ernst. Oh mein Gott. Soll ich müssen die Nacht durchmachen? Tut mir leid. Hab ich eine Wolle dabei? Ist ja nicht so tragisch, Mentor. Ich hab weiße Wolle dabei. Also, wenn das passiert mir kommen mal. Würde, dann nein. Ein Bett spendieren. Ganz böse. Ich mach jetzt einfach hier ein Holzfeuerchen. Und jetzt. Was machen wir? Bauen wir uns hier eine Treppe rein oder wie machen wir das am dümmsten? Weiß nicht, wie du es am dümmsten machst. Schreib mal in die Kommentare, wie ich weiterbauen soll. Jetzt hier noch ein bisschen so die Erde hinbauen, dass das so eine Hobbit-Hütte ist, ey. Herr der Ringe. So eine Art. Herr der Ringe. Haha, er macht eine Hobbit-Hütte. So was ähnliches. Finde ich cool. Ey, bei der Erde eine ist Herr der Ringe Hobbit-Hütte. Hobbit-Hütte. Paddy's Hobbit-Hütte. Genau. Bei der Erde ist. Oh, Zombie. Oh, Zombie. Zombie, Zombie. Oh nein, er kann durch mein Dach, glaube ich, ne? Okay, Zombie, der Kampf geht los. Oh nein, noch eine Spinne. Nein, nein.
Geh weg! Ich bin es tot. Das klingt nicht gut. Und der Kampf gegen den Zombie. Komm her, komm her, komm her. Komm her. So. Oh, Hirn. Hm, Zombie-Hirn. Hm. Zombie-Hirn ist lecker. Kann ich dir empfehlen. So, ich bin vergiftet. Oh mein Gott. Ein Spinnenauge. Geil. Ein Schaf. Sind sie noch mehr? Oh, ich hoffe, ihr überlebt auch wirklich, also... Ja, ja, ich hab ja schon eine Hütte oder so einen Unterschlupf sozusagen. Oder? Sieht gut aus, ja. Jetzt hier reinkommen. Kann ich die Truhe nicht abbauen? Wie kann ich die Truhe abbauen? Mentor, wie kann ich eine Truhe abbauen? Eine Doppeltruhe? Einfach so lange draufhacken, bis es kaputt geht. Dann gehen aber auch alle Items raus. Hier blubbert irgendwas. Blubbert hier. Steht das auch? Das ist da wahrscheinlich Lava, die du da hörst. Ja, hier ist Lava. Oh, interessant. Ich habe Lava, oh, da hinten ist ein Creeper. Geh mal weg. Ey, geh mal weg, ey. Geh mal weg, Junge. Oh, ich brauche noch ein paar mehr Fackeln, ey. Immer Tag werden. Ist das diese fucking Truhe, oder ist er doch? Mein ganzes Metall ist voll. Das ist Lava. Cool, ey. Wie geil ist das denn? Oder ist ein Enderman? Oh, nö. Da musst du echt aufpassen, dass du nicht in die Lava fällst, ey. Boah, Alter. Ich baue meine Hütte über einem Vulkan. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Oh nein, nicht Enderman angucken. Ich habe ihn nicht angeguckt. Nein, 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 nein. Wenn du den anguckst, kannst du sterben, ne? Irgendwie, ja. Oder? Dann kommt da. Kommt da. Hol dich. Will er dich verspeisen? Mhm. Brauch noch ein bisschen Holz, aber. Scheiße. Wow! Wow, 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 wow! Nein, 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 nicht angucken! Nicht angucken! Alter, hat er mich gerade erschreckt. Ich bin bei. Oh, mein vergeht mal die Nacht, ey. Ich will pennen. Ich bräuchte noch ein bisschen Holz. Ich baue mir jetzt wirklich so einen kleinen Unterschlupf hier hinten, Mann. Also, was heißt Unterschlupf? Ich meine, keine Ahnung, was ich da überhaupt baue, aber... Irgendwas. Irgendwas, was eine Art rein, Haus. Ne? Ja, so ein Häuschen habe ich schon. Okay. Ich auch gleich. Also bei mir fehlt noch das Dach. Dann ist sie fertig. Also noch nicht ganz. Kommt noch was dazu. Oh, meine Pickaxe ist kaputt. Da war die neue. Entschuldigung. Geil. Therien. Warte mal, wenn ich jetzt hier so reinkomme. Leute, falls ihr euch wundert, der Ralfing-LP, der wird später auch noch dabei sein. Noch ist er jetzt leider nicht in der Aufnahme dabei, aber er wird auf jeden Fall mitmachen. Er hat Besuch bekommen. Bei der ganzen Aktion, genau, er hat Besuch bekommen. Wer kann das wohl sein? Das muss er uns in der nächsten Folge, also wenn er dabei ist. Erzählen. Wahrscheinlich, ja okay, wahrscheinlich noch nicht, aber irgendwann ist er dabei. Irgendwann. Irgendwann, so. Bald. Oh, es wird hell, ne? Ja. Ja, es wird hell. Es wird hell. Also unter Tage merkt man den Unterschied nicht. Ja. Brauch unbedingt Kohle. Ich bin nämlich schon wieder auf... Auf was für eine Höhe bin ich? Kann man da irgendwo... auf... 505? Was? Minus. Ich bin auf einer Höhe von... Ist es 100... das... Ist es die Y-Achse? Welche Achse ist die Höhe? Die Y-Achse, ne? Ja. 100, ich bin auf einer 100er Höhe, Leute, Alter. Brauch 63. Da bräuchte ich ja fast einen Fahrstuhl bis da runter, Mann. Was brauche ich mit. Ey, sag mal, gibt's sowas in Minecraft, dass du dir einen Fahrstuhl bauen kannst? Einen Fahrstuhl? Ja, sowas ist in der Regel so. Ja, mit möglich. Wasser irgendwie. Mit Wasser geht das, genau. Das habe ich gerade auch vor bei mir. Weil das wäre dann. Aber da muss ich dich dann wirklich mal um Hilfe bitten, Mentor, weil das kann ich nicht. Ein Fahrstuhl, so, weißt du, dass du dann runter zu deinem Abbaugebiet kommst, so übel stylisch? Du weißt, was ich meine, ne? Ja, klar, weiß ich schon. Das wäre übelst geil. Naja, du kannst auch, was ich machen werde, zum Beispiel mit Minecarts werde ich sehr viel machen. Ja, Leute, sowas müsst ihr alles in die Kommentare schreiben, weil das kann ich einfach nicht ohne euch. Weil umso besser, dann können die Leute wenigstens gut helfen, das ist schon mal super. Das stimmt. Ich baue hier einfach nur meinen Weg nach unten in den Tod. Weil ich komme da fast auf der Tod. In den Tod. Ich frag mich, weil ich baue immer... Paddy. Wir tun alles immer. In den Tod. Ja. Ja. Oh, jetzt hier mein Hütchen, ein bisschen cooler.
Die Frage ist nur, wie weit runter soll das gehen? Das Geile ist auch, die Zuschauer der anderen wissen, wie es alles aussieht, aber ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie es bei Elokesa aussieht und so. Das ist halt echt spannend, weil jetzt weiß ich auch nicht, was er gerade so macht. Er weiß auch nicht, was ich gerade mache und wie weit ich schon bin und was hier gerade los ist. Und wie weit ich schon bin. Cool. Das ist halt echt cool so. Ich wollte das anders, ich mach das so. Ah, nein. Also man kann ganz schön lange nach unten graben, wa? Ja. Oh nö. Ich glaube, das ist nicht so gut. Ich will das so haben. Da sollst du das so hinbauen. Ja, und so. Wieso baue ich Leute, wie findet ihr das? Da oben kommt dann auch noch so eine Leiste hin und dann wird das schon geil. Eigentlich muss ich das so machen. Sag mal, wisst ihr was? Ich baue es, glaube ich, nur noch einspurig runter. Einspurig. Ja! Keine Autobahn. Das ist ja einfach schlimm. Das geht überhaupt. Ich habe keine Fackel mehr. Oh nein. Wenn die dir unter Tage ausgehen, bist du am Arsch. Am Arsch. Der Welt, sozusagen. Ja. Ja. Ey, das krasseste wäre, wenn ich irgendwie am Fuße des Berges rauskommen würde, so übel stylisch, aber oh, hier ist ja doch wieder die Sonne. Ja, genau. Ich dachte, es wäre Nacht. Okay, wir müssen jetzt nochmal hochgehen und müssen uns nochmal fackeln. Ich habe keine Kohle. Scheiße. Fuck! Da werde ich jetzt die alten Fackeln mitnehmen, die kann man sich doch abbauen, oder? Das sieht doch cool aus, oder? Also ein bisschen, ne, so. Cool. Aha, kannst nicht hochgucken. Hier unten muss dann auch noch was hin. Oh, hier ist einfach Lava bei mir, ey. Das ist nicht. Ah, perfekt. So lässt sich's leben, Leute. So lässt sich's leben. Vor allem, wenn man ja erstmal unten ist, ne, dann weiß man ja auch, hier kommt man dann irgendwo hin, kann Eisen abbauen, bla 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 und so. Aber du musst auch irgendwann wieder nach oben, denk dran. Ja, vor allem ist der Weg so lange, ne, weil ich auf einem riesigen Berg bin. Mensch, du bist auch auf dem Berg. Ja. Da baust du über den Berg, gehst du in den Berg nach unten oder hast du dir irgendwas anderes gesucht? Aktuell bin ich gerade irgendwie ein bisschen in Gedanken, also nicht wundern. Ich bin nämlich gerade was überlegen. Wie bist du so leise? Das ist ganz still. Muss mich gerade nachdenken. Also das Let's Play, Leute, für euch muss echt eintönig sein. Ich buddel mir den Gang nach unten und es hat sich seit 10 Minuten nichts verändert an meinem Arbeitsablauf. Ist egal, die Leute ist doch spannend, weil die wissen ja nicht genau, was wir vorhaben. Ich sag deswegen auch gerade nichts, was ich vorhabe. Meine Eisenspitzhacke ist... Nee. Weißt du, ich sitze da oben mit TNT in meiner Bude drin und sprengen alles in die Luft, ey. Ja, genau, mach das. Weil das Witzige da gibt's ist ja... Gibt's doch ein Lied, ne? Von den Scorpions war das? TNT! Genau. Oh, also nicht von den Scorpions, sondern von ACDC. Bin gerade so eingefallen, so. Spontan. Muss ich noch auf jeden Fall mehr Erde hinpacken. Muss viel mehr nach Berg aussehen. Also noch Erdberg. Erdbeerberg. Erdbeere. Bisschen durcheinander mal, hier machen. Ist das normal, dass ich hier... Ich bin jetzt auf einer Höhe von 59. Dass da keine Kohle ist, ist wahrscheinlich normal, wa? Kann sein, das ist unterschiedlich. Also es kann auch sein, dass das Kohle ist, also. Jetzt hacke. Oh mein Gott, jetzt ist sie auch noch kaputt. Nein, jetzt muss ich wieder bis hoch. Oh. Geh gleich erstmal in den Vulkan rein. Aber das wahrscheinlich erst ab der nächsten Folge. Oh nein, bitte nicht. Aua. Creeper. Hat mir gerade ein Loch in die Bude gesprengt hier. Geil. Jetzt geht die Musik hier ab. Das ist ein richtiger Stollen, den ich hier gebaut habe, mein Alter. Da bist du eine halbe Stunde unterwegs, ehe du wieder hoch bist. Ist ja noch mein Hündchen. Aha. Oh, ich habe schon mal das Glas. Das ist natürlich schön, aber wir brauchen erstmal wieder Stäbchen, Eisen. Sag mal, dass ich Eisen habe. Gut. Stäbchen. Ich brauche mehr Erde. So, bauen wir hier nochmal ein bisschen was ab. Oh, ich habe Sand gefunden. Wie baut man nochmal Glas, irgendwie Sand, ne, und dann im Ofen? Sandofen, ja. Ja. Okay. Nein! Jetzt hab ich's ab. Oh, kann ich mir ja Fenster bauen. Tut mir leid, Huhn. Och nein, mein Huhn ist tot. Ernst? Ja, es wollte rausspringen.
Bei mir ist irgendwie gerade der Wasserfall im Arsch gegangen, weil ich ihn, glaube ich, falsch gesetzt habe. Oh oh. Shit. Also ich weniger schlau. Boah, das sieht nicht, das sieht nicht schlecht aus, Leute. Und ich würde sagen, Leute, wir sollten die Folge beenden. Dein Ernst? Bei 20 Minuten. Ja, dann machen wir ein bisschen länger heute. Okay. Boah, Alter, geht das da weit runter, Mann. Habt ihr das gesehen gerade? Sand, ich brauch Sand. Ganz viel Sand. Okay, die sollte ich da lassen. Die sollte ich wirklich da lassen. Oh Mann, ich kann hier überhaupt nichts abbauen. Das dauert viel zu lange. Doch, die kommt jetzt hier hin, zack. Was wir noch mitnehmen... Wollt ihr mich verarschen? Wer hat das hier erfunden? Du. Ist Holz. Ah, Sand, ganz viel Sand. Und Stöcke. Sand, Sand, Sand. Alles meins, alles meins. Meins, 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 meins. Wie, schon wieder die Schaufel kaputt? Sand, Sand, Sand. Alles. Sand. Was? Oh, Sand. Was? Ich frag mich, wie weit man hier wirklich nach unten gehen kann noch. Ich weiß es, ich hab's noch nie ausprobiert, weil irgendwann kommt Lava. Wahrscheinlich. Ja, es kommt auch immer so ein Endstone und dann, wenn die kaputt machen, ja, stimmt, würdest, würdest du ins Unendliche nichts fallen. Say what? Dein Ernst jetzt? Klar. Ja, Mensch, das Ding ist nur, ich bin jetzt auf einer Höhe von, sagen wir mal, 50 ungefähr. Das heißt, ich müsste ungefähr noch so 40 runter wahrscheinlich, wa? So ungefähr, ja. Alter, kann man das wirklich mit dem Fahrstuhl später machen? Es ist Kohle da! Och, Leute, ist das geil! Oh, 1, 2, oh, hier ist noch mehr Kohle. Oh, Ernst? Geil. Wie geil ist das? Fackeln, Fackeln! Mein Leben ist gerettet! Oh, geil. Riecht auf Kohlevorrat hier. Kohle. Und hier sind die Steine. Irgendwann und dann ist es. Ah. Riecht ziemlich episch. Gute Sache. Wo ist die Lava hin? Ist keine Lava mehr. Okay. Dann. Ich kann mir ja auch mal so einen Zwischenraum hier bauen. Wir gehen jetzt einfach mal hier rein und bauen uns mal einen Zwischenraum. Steine. Oh, ist das unscharf, ey. Das nervt ja richtig. Oh. Lava blub, blub, blub. Okay, wir machen noch eins so. Mir weh schon mal zwei Öfen bauen. So. Ja, Leute, wie ihr merkt, wir sind gerade voll in unserem, in unserem Baurausch. Hier, in unserem Baurausch. Ja, es ist der übelste Minenrausch gerade. Ja, genau. Da ist schon wieder Kohle, Leute. Ich glaube, ich spinne. Da ist noch mal Kohle. Ach, ist das nicht herrlich, Leute? Ich bin auf den Kohlenvorrat gestoßen. Das, was ich brauchte, kommt das entgegen. Schadet nie. Also Kohle schadet echt nie, Alter. Fackeln, Ofen, das... Selbst das habe ich schon rausgefunden, dass das wichtig ist. Was Sand. Sonst fehlt? Wo ist der Sand hin? Ach, da oben. Okay, ich dachte schon. Du hast auch nicht so viel Minecraft-Erfahrung, oder? Ich bin, ja, im Bauen jetzt nicht so viel, also ich bin, aber ich hab ein paar Videos angeguckt und hab mich... Also ich hab null Erfahrung, gefasst. Von daher machst du dich da echt nicht dumm. Du lernst nach der Zeit eh mit dazu, ich hab ja nie so viel gespielt, Survival Games mehr. Bisschen just for fun, was packe ich rein, das, ne? Ja? Ja, genau. Also Leute, ihr dürft natürlich auch gerne Ideen in die Kommentare schreiben, was ich hier anders machen soll oder so, wenn ihr Ideen habt. Und dann mache ich das natürlich gerne. Ja, genau. Schreibt in die Kommentare. Ah! Boah, fast in die Lava gefallen. Muss das echt abdecken. So, das sieht jetzt echt scheiße aus, Leute, aber es ist erstmal egal. Das ist nur ein Provisorium. So eine provisorische Untertagehöhle. Oder Untertageschlafkammer sozusagen. Ja? Mhm. Kann man sich mal entspannen. So, Fackeln, ich komme. Ach, ist das nicht herrlich? Brauche ich auch unbedingt. 64 Fackeln. So. Jetzt kann das Leben weitergehen. Für einen Eimer braucht man Eisen, ne? Scheiße. Das weiß ich zum Beispiel auch nicht, Mentor. Bitte? Ein Eimer oder sowas mit Wasser, da kann man doch irgendwas machen unter, Kannst du Wasser verbauen. Oh! Der Vulkan! Ich hab den Vulkan gefunden. Nice. Keine Spitzhacke mehr, ich glaub's nicht, doch hier ist noch ein. Cool. Alter, fetter Vulkan hier unten. Krass. Jetzt hab ich ja genug Fackeln, super.
Das machen wir erstmal zu. Haben wir noch Bruchstein? Ja, super. Kann ich jetzt hier machen? Base habe ich schon mal einen Vulkan. Nice. Ich habe eine Idee, was ich mache. Oh ja, ich habe eine Idee. Ich habe eine richtig geile Idee. Wollen wir schlafen gehen, Leute? Willst du jetzt schlafen gehen? Hm, wird dunkel. Ja, könnten wir eigentlich theoretisch machen. Dann machen wir in der nächsten Folge wieder weiter mit einem hier. Genau. Ja, oh, würde ich sagen, ja. Halbmond. Leg mal uns schlafen, Leute, oder? Mensch, genau. Bist du bereit zum Schlafen? Ich habe kein Bett, immer noch. Ich lieg schon drinne. Er hat kein Bett. Okay, ich stehe schon wieder auf. Gut, wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Genau. Tschüss. Also, bis dann. Bis dann, kommt. Tschüss. Gut.